Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Direkt nach dem Internetzusammenbruch. Huch, jetzt habe ich die Maus auch noch weggeschmissen hier. So, und Santo ist auch noch mit dabei. Den konnte ich nicht vergraulen. Ja, noch den Freiflug. Ja. So, ich habe jetzt hier hinten die andere Wand auch nochmal abgenommen. Und ich habe mich dafür entschieden, wir nehmen jetzt hier so einen kleinen Spotlight. Das wird am ehesten passen. So, das heißt, der hier kommt nochmal ein Stück weiter runter. Genauso wie der hier. So. Und dann machen wir hier drüben, das heißt, den da oben holen wir uns nochmal hier ab. Oh, verfluchte Ecke, verfluchte Ecke. Ah, fast. Tiefer kriege ich ihn aber nicht, wegen den Steinen jetzt. So, dann, wo hatten wir jetzt die Wandleuchte? Da haben wir die Wandleuchte, machen wir erstmal die untere Seite fertig. So, einmal hier. Machen wir mal einmal hier. Ja, hier wird das ein bisschen schwieriger. Da sollte ich... Na, das klappt nicht so ganz. Was doch hier mittig. Jetzt haben wir hier die Wandleuchte. Klemmen die jetzt hier hinten an die Wand. Na, dreh dich rum richtig. So. Jetzt selber machen wir jetzt hier nochmal. Dass ich nicht weiter nach oben gucken kann, ärgert mich ein bisschen. Ah, passt. Ah, ich hänge in den Fischen fest. Die Fische wollen mich nicht gehen lassen. Ja. Und hier noch eine. Du hältst aber nicht Fritz, oder? Wieso Fritz? Der Fisch. Fisch. Fritz. Fisch. Fischers Fritze frischt Fische, Fische. Nee, 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 nee. Die Fische haben dich gefischt. Achso. So, jetzt machen wir nochmal. Ach ja, jetzt ist das natürlich kürzlich alles weg. Ja, jetzt muss ich das selber wieder raussuchen. Wand. Suchen. Da ist er. Dann hier fehlen ja jetzt auch noch welche. Und auf der anderen Seite machen wir es dann ein bisschen intelligenter. So. Haben wir das Aquarium hier hinten auf der Seite schon mal fertig. Machen wir nur noch die Wände wieder reinzimmern. Richtig rum? Nein. Eins weiter rein. Eins weiter rein. Gut. So, hier auch nochmal. Ja, jetzt. Und die letzte Wand. Ja, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Haben wir ein kleines Aquarium auf der Seite. Jetzt müssen wir das auf der anderen Seite auch nochmal wiederholen. Und diesmal mache ich das erst mit den Deko und dann mit den Fischen. So, mal gucken hier. So. Vault-Laterne, die nervt halt so ein bisschen. Ja, geht halt der Figur das Licht auf, ne? Ja. Dann setzen wir die auch nochmal ein bisschen runter bis zum Kinn. Die haben wir ja sogar bis zum Kinn gesetzt. So, und hier machen wir jetzt auch noch eine hin.
Ah, hier ist das Kabel im Mund. Ist aber nicht so tragisch, da muss ich sein Glück vorstellen. Ja. Nee, aber jetzt sieht es auch schön einheitlich aus, Hammer. So, jetzt kriegen wir erstmal unten die Wand leuchten. Auch nochmal. Und hier auch noch eine. So, dann gibt es noch das Deckenlicht. Ah, ist herrlich, wenn man sich hier mal ohne die Fische bewegen kann. Die Strompylonen dürften aber nicht da in den Raum reinliefern, wo ich bin. Wird. Naja, da der konservierte Grüne leuchtet nicht. Der leuchtet prinzipiell nicht, der hat keinen Strom. Ja, na, wie legst du ihn dann da rein? Oh, keine Ahnung, wie man den da reinlegt, aber hier, pass auf. Eigentlich müsste das hier. Siehst du? Tatsächlich. Crazy. Das ist deswegen, die Grünen haben keine Lichtleuchte. Sondern keine Leuchtröhren oder so. So, jetzt machen wir noch die Fische. Wand, jetzt muss ich Fische suchen. Fischis. Wo seid ihr, meine kleinen Fischis? Bot. Da sind sie. So, welche Richtung schwimmen die? Die schwimmen alle in die Richtung. Okay, dann lassen wir es auch bei der Richtung. Ranzoomen. Wäre jetzt doch cool, wenn die Fische sich dann wirklich bewegen könnten, ne? Mhm. Und die Grafikkarte hochkocht. Wieso soll die Grafikkarte dann hochkochen? Ja, Berechnung. Ne, wieso? In den Quartieren hast du doch ein kleines Aquarium. Ich denke, das ist ein Film. Nee, das ist wirklich, also man kann sich da reinglitschen und das sind wirkliche Fische, die sich bewegen. Tatsächlich? Tatsächlich. So. Jetzt. Brauchen wir hier unten nur noch Wasser und dann passt das. Hast du genug Silikon mit? Ja, das wäre nicht das Thema. So.
Ja, hier fehlen noch ein paar, ein, zwei Dinger. Das sieht sonst ein bisschen zu leer aus hier. Ah, komm, ich krieg da noch einen rein. Nee, nicht so richtig. Und der muss ein bisschen weiter reingestellt werden, sonst wattert nicht. So. Ja, sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus jetzt. Stell dir vor, du hättest jetzt schon vorher das Wasser eingefüllt. Ja, dann hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Aber wie gesagt, Wasser fehlt irgendwie noch so hier so von oben einmal runter. So Minecraft-Logik mäßig. Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten. Und zwar bekommt man ja von der Daily Ops viel zu häufig und ich habe es nie benutzt. Das heißt, das muss jetzt unbedingt mal geändert werden. So, das heißt, wir machen jetzt hier... Aber das Hello dran. Ne? Das geöffnet. Damit es endlich mal benutzt wird. Weil man kriegt ja sowieso aus der Daily Ops viel zu häufig raus. So, dann brauche ich zwei von dir hier. Und dazu noch unter Bodendeko. Wo haben wir es denn? War doch irgendwo dazwischen, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, ich habe es schon überskippt. Oh, der Magen knurrt schon wieder. Warum das zwischen? Ne, bei Partyballons war das nicht. Hier, da waren die zwischen, genau. So, jetzt mal gucken, dass ich das jetzt hier so gut hinkriege. Dass das hier auch fast bündig abschließt. Das wird jetzt sowieso nochmal ein Gepummel. So, einrasten. Jetzt beiseite. Okay. Und dann machen wir hier. Muss noch ein Stück rüber. Ein ganz kleines. Gut, dann ziehen wir den nochmal ab. Na, das müsste jetzt klappen. Ja, schon besser. So. So, wollen wir ja hier auch nochmal haben. Also, wir probieren es nochmal von der Seite. Ich würde sagen, den an der Ecke ansetzen. Gucken wir mal. So. Um hier. Mal den rein. War zu eckig. Beide mal kurz raus. Müssen wir doch von der Seite aus anfangen. Da habe ich den als Eckpunkt genommen. Huch. Du hast Symmetriebuch. Was habe ich Symmetrie gebucht? Gebraucht. Gebrauchen.
Wieso habe ich die Symmetrie gebrochen? Ja, da ist noch ein Element dazwischen. Ja, ja, das kommt ja gleich noch. Jetzt stimmt's wieder. Das kommt ja gleich noch. Ja, aber nicht ganz so. Stellen wir den mal kurz beiseite. So. Rüberziehen hier. Bin kurz Kaffee aufs Wasser. Okay. So. Gehst du mal wieder richtig dran hier? Aber immer noch nicht. Und ein Stück weiter nach vorne. Immer noch mal. Millimeter. So, jetzt müsst ihr dort eigentlich hinhauen. Eigentlich. So. Siehst du, jetzt passt er doch dahin. Wunderbar. So. Wir haben hier. Hoppala. Hier den Anschluss. Und um den gut zu verstecken, machen wir jetzt hier einfach mal die Generatoren-Dinger hier rein. So. Ja, passt. So, und bei dir muss es auf der anderen Seite sein, weil da ist auf der anderen Seite der Anschluss. So. Wunderbar. Passt das schon mal. Kann man sich hier jetzt ein Bierchen bestellen. So, der hat auch seinen Stromanschluss. Dann haben wir das schon mal. Dann machen wir hier jetzt noch ein wenig schummriges Licht rein. Das waren jetzt die... Ach nee, das sind die Raider-Lampen. Die wollte ich nicht. Ich will meine Lieblingslampe haben. Die hier. So, dann brauchen wir hier noch eine Sitzmöglichkeit. Einmal unter Stühle. So. Ja, dann noch ein Blümchen. Die Dinger kann ich ja dann eigentlich auch hier hinstellen, ne? Ah, die sind zu groß für die Fläche. Die sind ein wenig zu groß, oder? Ne, die passen ganz genau drauf. Ich glaube, ich habe zu viel rum im Café. Ich war der Pferd gehört. Das ist zu viel rum im Café. Ja, hat da gerade nicht ein Pferd gebiert? Ja. So, die müssen zwar nochmal befüllt werden, oder ist das nicht so weiter schlimm? Hm.
So, machen wir die Anzeigen hier nochmal rein. Und dann nehme ich mir doch nochmal ein, zwei kleinere Lichter hier. Wieder 20 Minuten um und ich habe noch nichts geschafft, ey. So. Ja, kannst dich hinsetzen. Kannst du den Protektor uns da mal. Das brauchst du einen alten Mann nicht warm, so. Ja, soll ich dir auch noch einen Kaffee bringen? Danke, ich hab gerade aus der Küche besorgt. Verstehe ich nicht. Ich hab immer so einen Kaffee to go. So, dann machen wir uns hier nämlich noch die Anzeigen voll. Und bei einigen sind die natürlich nochmal geprockt, weil ich hatte super duper drin. Das ist super duper. Ich hoffe, das kriege ich alles noch in meine Lagerkiste hier rein. Aber die Dinger wiegen ja fast nicht, zum Glück. Zum Glück. So, einer fehlt ja noch. Die gibt es ja erst beim Season-Abschluss, ne? Und dann haben wir das auch soweit schon mal drin. Brauchen wir jetzt noch ein Türchen hier? Türchen. So. Nee. Hätte was, aber ganz ehrlich. Sieht nicht so aus mit dem Glas. Oder was ist so? Schönes Salon. Irgendwie nicht so, ne? So. Gut, dann machen wir jetzt hier hinten nochmal Fitnessraum rein. Wo waren die Dinger? Hier haben wir die antike Box. So. Hantelbank. Hantel. Wo war denn jetzt hier die Hantelbank nochmal drin? Ja. Unter demselben Ding wie auch die Fitnessbox, ne? So. Gut, mehr darf ich sowieso nicht bauen. Das einzige Problem ist, ich habe den Steinkreis ja gar nicht. Da würde ich ja auch nicht reinpassen. Aber eigentlich bräuchte ich ja hier dann nochmal ein Bett und was zum Musizieren. Das ist das unauffälligste Bett jetzt hier. Ja, gute Frage, nächste Frage. Könnte man vielleicht ein sauberes Krankenhausbett hier reinzimmern, oder? Oh, jeweils eine Seite weg. Machen wir das so. Und einmal so. Und dann stellen wir davor einfach ne, war das unter Lagerkisten?
Ja, doch. So. Na komm. Oh, passt doch. Gut. Dann gucken wir nochmal. Haben wir jetzt hier noch irgendwie... Das war ja dann auch Stühle, ne? Gab's doch diese wunderschönen Bänke. Nee, die waren das nicht. War das die hier? Nee, die ist aus Holz. Gab's die nicht? Ah, hier in Stahl. Stahlverschnitt hier. So. Ja, noch ein bisschen Sport machen, ja? Ein klein wenig. So, dann können wir hier nochmal ein Lichtchen reinmachen. Nee, die wäre mir too much. So, dann ist das hier auch ein bisschen erhellt. Hinten brauchen wir jetzt nochmal ein Lichtchen. Und da nochmal eins. Jawohl, sieht doch schon mal viel angenehmer aus hier. Gut, dann könnten wir hier eigentlich mal... sagen, welche Seite was ist, ne? So. So, und nur für Santo, falls er dann mal wieder da ist, ne? Nicht? Bomberman came vorbei. Was glaubst du, was du da siehst? Gut. Abschließend brauche ich die Dinger ja nicht. Dann ist der Umbau jetzt soweit schon mal vonstatten gegangen. Fehlt jetzt nur noch so ganz Kleinigkeiten. Aber die fallen mir dann immer so nach und nach ein. Die können wir dann nach und nach hier ansetzen. Aber ich würde es jetzt erstmal so lassen. Was sagst du? Also du kannst schon reden, Santo, ne? Ja, ich muss aber zuerst denken, bevor da irgendein Quatsch sagt, ne? Naja, ich würde es bevorzugen, in diesem Fitnessstudio ohne diesen Lampen auszukommen und nur die Umgebungslicht des Pseudo-Aquariums zu benutzen. Meinst du wirklich? So also ähnlich wie du trainierst auf dem Laufband und klotzt in den TV und schaust da irgendetwas an. Schau dir einfach gleich an zwischen beiden. Ja. Ja, doch, hast schon eher recht. Weißt, da hast die Geräte und aber im Fokus kommt das Aquarium, ne? Ja, auch wenn es nur ein Fake-Aquarium ohne Wasser ist. Naja, wenn du da heftig trainierst, da hast du ein bisschen einen Sauerstoffmangel. Da kann das schon passieren. Dass du da die Fische bewegen siehst, ne? Oder was auch immer, ne? Ein bisschen Amphetamin oder so. Wäre schon kritisch, ne? Ja. So, aber das hier war sowieso nur ein Joke. So. Ja gut, dann kann ich nämlich auch oben meine Verkaufsautomaten endlich abreißen. Weil die benutze ich ja sowieso eigentlich nicht, um irgendwas zu verkaufen, sondern um eigentlich was zwischenzulagern, damit es immer ganz oben steht. Ne? Und falls irgendjemand mal wieder für die Challenge was braucht, dann kann er ja hier unten reingehen und sich das einkaufen. Aber sieht jetzt schön wieder gemütlich aus hier. Weil das, was wir hier vorher drin hatten, war ja, wird ja sozusagen später noch im Serverraum reingesetzt. Passt halt mehr zum Serverraum. Gut, aber nichtsdestotrotz, ne? Santo?
Jo, machen wir jetzt hier ein, genau, ein Howdy, ein klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann. Yeah.